Hallo und herzlich willkommen zu 7 Meter, das HSG-Magazin. Heute zu Gast bei uns David Boissel, der sporttechnische Leiter im weiblichen Jugendbereich, mit dem Kai-Uwe Heringer gleich ein Interview führen wird. Viel Spaß dabei! Ja, herzlich willkommen, liebe Zuschauer, auch von meiner Seite. Ja, wie bereits angekündigt, haben wir heute im Studio David Boissel neben mir. Danke, David, für dein Kommen. Ja, du bist einer von vier Personen, die in unserem sporttechnischen Bereich zuständig sind seit diesem Jahr. Wir haben also ja mit dem Axel Weinand, der vor kurzem bei uns hier im Studio auch war, unseren ersten Vorsitzenden jetzt dieses Jahr neu. Und er hat jetzt gleich vier Personen auserwählt, die jetzt sporttechnische Arbeit machen in unserem Jugendbereich bzw. Seniorenbereich. Aber bevor ich auf dieses Thema komme, möchte ich ganz gerne mal wissen, du bist zwar für mich keine unbekannte Person, weil du schon sehr lange in der HSG Wittlich tätig bist bzw. auch früher mal gespielt hast, aber vielleicht unsere Zuschauer wissen vielleicht nicht ganz genau, wie es zu deiner Person hier hinkommt oder wie du den Bezug zum Verein hast. Vielleicht kannst du dich kurz mal persönlich jetzt mal von deinem Werdegang in deiner sogenannten Handballkarriere mal kurz vorstellen. Ja, hallo, David Boissel ist mein Name, ich bin 43 Jahre alt, habe früher selbst unter der Regie von Kai-Uwe Handball gespielt als Tormann in der Jugend, war dann sehr viele Jahre abstinent und bin dann durch meine Tochter Marie, die jetzt in der Jugend auch wieder angefangen hat zu spielen, auch wieder mit reingerutscht und hat mir sehr viel Spaß gemacht, das Ganze zu betreuen und zu begleiten und habe darin dann halt eben meine Aufgabe gesehen, diesen weiblichen Jugendbereich etwas zu betreuen und vielleicht in gelenkte Bahnen zu bringen. Also wie ich das jetzt rausgehört habe, deine Tochter hat dich also praktisch wieder dazu bereitgestellt, dass du dem Verein wieder enger treu bist, weil du ja doch jahrelang jetzt nicht dem Handball treu warst, also selber nicht aktiv gespielt hast. Genau. Umso höher ist das zu bewerten, dass du jetzt im Verein entsprechend Arbeit leistest. Und da möchte ich jetzt, wie gesagt, auf das Thema kommen, weil du gerade weil mir gesagt hast, im sporttechnischen Bereich. Wir hatten auch vor kurzem den Dieter Schafbillig hier im Studio, der sich für den Frauenbereich zuständig macht. Einer von, wie gesagt, vier Personen. Und wie ich so ein bisschen zwischen den Zeilen bei ihm rausgehört habe, war anscheinend es bis vor kurzem noch gar nicht so richtig klar, wie es jetzt in dem weiblichen Bereich auch Bezug nehmen zu später zu dem Seniorenbereich laufen soll. Jetzt bist du halt dafür zuständig. Welche Aufgaben hast du jetzt in diesem Bereich und wie arbeitet ihr miteinander und welches grob vielleicht dargestellt, welches Programm habt ihr jetzt zusammen erstellt? An einem Programm sind wir halt eben im Moment noch am Arbeiten, dann wirklich alles irgendwo auf feste Standfüße zu stellen. Wichtig ist für uns eigentlich, also ich meine mit uns, den Uwe Werner und mich, gerade wir beide im Jugendbereich, dass die Kinder und Jugendlichen möglichst viel Spaß am Spielen haben. Ja. Bestmöglich gefördert werden ja. Und wir somit irgendwo eine grundsolide Basis bekommen für die Seniorenmannschaften der Zukunft. Jetzt ist ja unsere Damen ja in der letzten Saison Vizemeister geworden. Man war ja sehr lange in der Tabelle an erster Position. Der Aufstieg stand vielleicht kurz bevor. Jetzt hat man es leider nicht ganz geschafft. Hast du jetzt, oder wie sieht jetzt die Arbeit aus und im Jugendbereich, haben wir stark genug Jugend, die jetzt später den ersten Damenbereich, ich sage es mal, ergänzen können? Welche Ziele habt ihr in dem Bereich? Wollen wir irgendwann, weil der Dieter Schaffel, ich kann das auch nicht so richtig sagen, aufsteigen mal in die nächsthöhere Klasse oder wird der Wert mehr oder weniger auf den Breitensport gelegt und das halt leistungsmäßig nicht so das Thema ist? Ja gut, meiner Meinung nach muss man irgendwo eine Gratwanderung zwischen Breitensport und leistungsbezogenem Sport irgendwo entwickeln. Ich habe als Verein wenig Nutzen davon, wenn ich jetzt nur 10 gute Spiele habe und diese 10 fördere und alle anderen fallen lasse, weil mit 10 Mitgliedsbeiträgen kann ich meinen Verein nicht hochhalten. Ja, ist richtig. Man muss da irgendwo eine gewisse Gratwanderung machen, die Förderung so gut wie möglich, aber auch so personenbezogen wie möglich zu führen. Und dann bin ich schon überzeugt davon, dass man dann genügend junge Talente findet, die nachher in den ersten Damen oder in den ersten Herren auch ihre Leistung bringen können. Haben wir denn gute Jugendmannschaften im weiblichen Bereich? Ja. Ja, so. Sag ich jetzt einfach mal, ja. Gut, ja, schön, wunderbar. Also das Ziel kann es für uns in einigen Jahren schon sein, nicht nur in dieser Klasse weiterzuspielen, sondern es wäre oder man wäre nicht abgeneigt, auch unter Umständen, wenn man es schaffen würde, sportlich auch den Aufstieg zu machen und vielleicht höherklassig zu spielen. Gehe ich von aus, ja. Ja, okay. Ja, danke David. Dann zum Abschluss noch eine letzte Frage. Deine eigenen oder persönlichen Ziele, die du jetzt gesteckt hast, hier mit dem Verein zusammen, mit deinen Kollegen und deine Wünsche jetzt für die Zukunft, was stellst du dir jetzt vor für dich? Wie könnte es weitergehen? Wie könnte es aussehen? Dass die Zusammenarbeit im Verein
zwischen allen beteiligten Spielern, Trainern, Betreuern oder wie auch immer so harmonisch wie möglich abläuft, mhm. alle den größtmöglichen Spaß an dem Spiel zu haben und an ihrer Arbeit dieses verrichten. Ne? Mhm. Ja, dann kann ich dir nur danken für dein Kommen. Ich wünsche dir viel Erfolg und viel Spaß Danke. Bei deiner Arbeit. Ich hoffe, dass der Verein noch lange auf dich bauen kann, zählen kann, so Leute wie dich braucht man. Und wie gesagt, viel Erfolg für die Zukunft. Danke. Ja, danke, liebe Zuschauer. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht und wir sehen uns wieder bei der nächsten Sendung. Bis dahin, tschüss.